Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herion's Quest mit der Magierin. Ich bin euer Chojin und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind nochmal bei Fenrir. Ich habe ja einen neuen Zauber. Ich muss mal gucken, wo der ist. Den würde ich ja schon gerne anwenden. Da. Oh, und macht viel mehr Schaden. Oh, übermächtig. Ja, gib mir ruhig deinen Heiltrank. Also unbedingt das mit den Rätseln machen, das ist ja total geil. Heftig. Heftig, wie einfach das ist. Ich vermute, so wird dann auch der Kampf mit Balmung, dem magischen Schwert, sein, das ich nicht bekommen habe. Was kriegt denn der Dieb dann? Magischen Dolch oder sowas? Irgendwas, also auf jeden Fall ist der Kampf ja total easy damit. Ja. Dann zappen wir uns mal hoch. Da bin ich immer gespannt. Der Bosskampf war ja nicht ohne. Aber mit dem Zauber jetzt wird es ja total easy. Ha, gut, dass ich nochmal neu gemacht habe. Das ist ja richtig geil. Mit dem Zauber muss ich auch sehr wahrscheinlich den... Das muss ich mir mal aufgreifen. Zweikampf. Dass ich da eine Goldmedaille kriege in der Elfenwelt, in Svartalfheim. Zweikampf. Klammern Elfenwelt. So. Alles Zeug, was ich separat nach dem Durchlaufen noch testen muss. Wir teleportieren uns da drüber. Ding, ding. Pech gehabt. Es kam gar nicht die Nachricht, dass ich da... Okay. Hätte jetzt nicht ein Text kommen müssen? Wir wissen, das ist ein Zeitparadoxum. You need this stone to enter the gate. You must hurry to defeat Egfer. Mhm. Ja, das werden wir gleich genauso machen. Rein da. Ein Palantir. Nice. Ein schönes schwarzes Auge. So, wie machen wir das? Ja, wahrscheinlich einfach mit Wirbelwind oder sowas. Shockingly, you find yourself at the gate of Horsingtuna, but the city lies in ruins and ashes. What in Odin's name has taken place here? Tja, wir haben eine kleine Zeitreise gemacht. Dark red clouds fill the sky and part of Yanvidir is on fire. You spot several Bergrisi and Muspel in the area. Best be careful. I will. I try. Let's test. So, gehen wir mal was dahinter. Wir sehen hier diesen losen Stein. Und wenden da doch direkt mal. Ah! Es geht noch einfacher. Wir können mit dem Wind das Teil zu uns rüberholen. Das habe ich ausprobiert. Das habe ich in der Höhle ausprobiert. Wir konnten nicht die Tasche rüberholen. You quickly snatch the pouch from the troll. It contains some trinkets that must have been looted from the remains of Horsingtuna. Habe ich den Spiegel angewandt in der Höhle, um den zu blenden? Das haben wir beim Krieger, glaube ich, machen müssen, ne? Das weiß ich erst gar nicht mehr. Aside from some silver coins, you find the apple seed that was displayed in the Adventurer's Guild. A bottle of mead and Jarl Ilfing's key of office. You're sad to see such unique items treated as mere plunder by the trolls. Okay. Schön ein paar Sachen bekommen. Vortex Stone, den haben wir von ihr bekommen. Magic Seed ist nochmal wichtig gleich. Okay. Soweit, so gut. Ja, den dürfen wir nicht rausnehmen da. After brief disorientation, you feel relieved to find yourself in the familiar area of Hutmini's Hold. But there is something odd here. The large tree is missing, and it appears the Gazebo is still under construction. This place is certainly confusing. Ja, wir haben eine Reise in die Vergangenheit gemacht. Schade, dass das nicht mehr angewandt wird. Das ist natürlich super. So wie bei Deus of the Tentacle, das habe ich letztens durchgespielt noch. Und...
Da ist das ja perfekt umgesetzt. Könnte man Rätsel hin und her machen. You pick up the trowel. It appears to have been recently used. Most likely to build the first parts of the gazebo. Also, wir wollen den Baum da haben. Ach, mit der Schaufel. Stimmt, ich habe die Schaufel noch. You dig a small hole in the ground and plant the apple seed in what you believe to be the right place. You hope to grow tall. Ja, wir haben den... Dann kann ich den auch wieder zurücktun. Wir haben die Schaufel, die hatten wir beim Krieger nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Die konnten wir irgendwie wieder wiederbekommen. Gegen was habe ich die getauscht nochmal? Gegen irgendwas, was ich nicht brauchte, ne? War das der Spiegel? You lose the trowel where you found it, so that whoever started building the structure here can complete his task. Und raus. Wir verändern sonst nichts. Huch, da war jemand zu sehen. So, und jetzt komme ich. Jetzt darf ich es nur nicht falsch machen. Take this and use the gate. Quickly. Oh, das war falsch. Was hat die Nummer gesagt eben? Die hat erst irgendwas anderes gesagt. Gut, dass wir gespeichert haben. War das das? It's dangerous to go alone. Take this. Nö, war es nicht. Mist. Grrr. Nicht gut genug aufgepasst. Ah, try and error. No problem. Keep this gem safe. It is very important. Habe ich hier erst ihn gegeben und dann angequatscht? Das kann sein. Da liegt das Problem sehr wahrscheinlich. Das kann sein. Ich habe erst den Stein bekommen. Oh nee, doch nicht. Ich habe erst was gesagt. Was ist denn jetzt noch übrig? Da bleibt ja noch mal das. You need this stone to enter the gate. Your doppelganger looks at you in confusion. You must hurry to defeat Egthor. You must hurry to defeat Egthor. Doesn't appear any more understanding. Ja. Und dann geben wir ihr den. You drop the walk stone in the hand of your confused other self, then quickly rush from the room. Yay! Victory! So, das Vieh dürfte ja nicht mehr da sein. Obwohl die Nachricht eben nicht kam. Also bevor wir darüber gehen, sollten wir nochmal speichern. Nicht, dass jetzt hier schon direkt der Kampf entsteht. Okay, besser hier nochmal. Bisschen Schiss habe ich, aber mit dem mächtigen neuen Zauber sollte das eigentlich easy werden, oder? We will see. The large door swings open and you ready yourself to confront Egthor as you dash forward into the throne room. Da ist er ja. Na? You storm into Egthor's throne room, interrupting the Jotun's ritual to free Loki and initiate the final days of Ragnarok. So, you have escaped from the mighty Fenrir. It does not matter, for you are too late. The forces of Eternal Winter are gathering as we speak. Do you think your magic exceeds mine? For your impudence, I shall strike you down, and all the world shall know your failure before they perish. Hmm.
With a few quick arm movements, Ektar surrounds himself with a runic circle. You recognize the spell as one of the ward of hostile magic. So, den muss ich blocken, ne? Oder wie war das? Und sehr wahrscheinlich mit... Ups. Damit. Ah, das dachte ich mir. You shall perish. Mhm. Oh. Hey. Das war's dann ja wohl, oder? Ah, ich kann noch was machen. Nicht mit uns. Ja, geil. Magier-Duell. Was muss ich jetzt machen? As Ektar casts a spell, you feel all your mana draining away, until you left powerless. Ach so. Ja, aber da kann ich doch... nicht den... Wo ist er denn? Der hier, Channel. You shall not outcast me, you Amelian Apprentice! Okay, aus dem Halt lösen. Mit dem Wirbelwind. Shit. Mist, das war falsch. Aber das finde ich geil, dieses Magier-Duell. Das ist cool gemacht. Rein da. Direkt nochmal. Das war cool. Okay, also nicht lösen durch Wirbelwind. Durch Feuer vielleicht. Das kann sein. Knochen, Feuer. So, da klicken wir uns durch. Wir fangen an mit einem Schild. Das erinnert mich an Der Rabe, Duell der Magier. Cooler Film. Ja, warten wir es mal ab. Da senden wir uns wieder hoch per Teleport. Channel? So, und jetzt müssen wir gucken. Was nehmen wir jetzt? Feuer. War falsch. Wie löse ich mich davon? Kann ich mich da auch rausteleportieren? Mist, dass ich muss gucken, ob ich an der Stelle speichern kann, sonst ist das ja voll blöd, immer wieder alles zu machen. Aber interessant, dass der Kampf da ganz anders ist. Aber vielleicht muss ich mich trotzdem ihm noch stellen. Ja, 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 bla 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 bla. So, kann man jetzt speichern? Nein. Das heißt, ich muss das jedes Mal neu machen. Mal schauen, wie viele Zauber da noch kommen. Oder Tests, eher gesagt. Achso. Ja, warte noch länger, Trojan. Genau. Da ist er. So. Das ging nicht, das ging nicht. Kann ich den vielleicht wegmachen? Das wäre vielleicht möglich. Das versuchen wir jetzt. Und dann machen wir das. Ne, den Zauber auflösen kann ich nicht. Okay, aber vielleicht muss ich auch was ganz anderes machen mit Gegenständen in dem Moment. Tja, das geht leider nicht anders. Das müssen wir mit Trial and Error ausprobieren. Bla 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 bla. Du mich auch. You shall not.
Da ist nun genau an der Stelle. Frost ergibt da keinen Sinn. Blitz? Segen? Was soll mir Segen an der Stelle bringen? Doppelgänger, um ihn zu täuschen. Wir versuchen das erstmal. Nee. Mist. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Grrr. Das ist aber schon nervig, dass ich die Stelle da nicht speichern kann. Oder ich muss wirklich was anderes machen, aber ich habe ja nichts Besonderes irgendwie bei mir für den Kampf. Was ich da irgendwie reinwerfen kann oder so, um ihn zu täuschen. Vielleicht mache ich auch irgendwo anders einen Fehler. Vielleicht hätte ich direkt den Doppelgänger machen müssen. Wir versuchen es mal so. Ich denke mal, es muss nur der richtige Zauber sein. Vielleicht ist Segen ja doch wichtig. Dann kommen vielleicht die Norns und retten mich oder so. Oder irgendwelche anderen Götter. Wie macht man das? Ja. Nee, bringt nichts. Schade, ich dachte schon. Ich dachte schon, dass dann die Hand ablässt und dahin geht oder so. Mist, 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 Mist. Das ist echt Segen. Blessing, aber warum? Segen der Götter. Hm. Das ist ein Schutzzauber. Vielleicht erbitte ich den Göttern dann Schutz, dass sie mir... Ich meine, man erbittet auf jeden Fall bei dem Zauber, klar. Aber vielleicht kommen sie mir dann zu Hilfe an der Stelle. Ansonsten hätte ich ja nur noch Kampfzauber. Das hat nichts gebracht. Ich hätte nur noch die drei Kampfzauber sonst. Sonst habe ich alles durch. Sixth Sense ist da ja Blödsinn. Tatsache. Suddenly a fierce blizzard fills the area, leaving you unable to see anything. Also es ist wirklich Segen gewesen. Die Götter haben mir dann geholfen da, in dem Moment. Schade, das andere fand ich sinnvoll, aber okay. So, du siehst nichts mehr. Bringt uns Feuer da was? Ja. Nee, doch nicht. Hätten wir da Wind nehmen sollen. Ah nee, Sixth Sense. Sehr wahrscheinlich muss ich das Sixth Sense anwenden. Damit ich weiß, wo ich lang muss. Oder Wind, um einen Weg freizubauen. Das kann auch sein. Müssen wir testen. Ich mache aber erstmal Sixth Sense. Gehen sie wahrscheinlich alle durch. Richtig schönes Magier-Duell. So, jetzt wieder Stunde der Wahrheit. Reicht die Orientierung dafür? Despair, human. So, haha. Was jetzt? Jetzt macht er wieder den Kampfzauber, da muss ich doch den machen wieder, oder? So. You shall perish. Vielleicht muss ich in dem Moment was anderes machen. Einen Kampfzauber mal, damit er Schaden nimmt. Das kann sein. Ich muss im richtigen Moment muss ich irgendwas machen.
das ist aber jetzt blöd. So, wenn er das macht, muss ich einen Kampfzauber machen, so wie es aussieht. Protect him. Oh. Das heißt, in dem Moment muss ich ihm erstmal diesen Schutz wegmachen. Vielleicht muss ich das direkt machen. Vielleicht muss ich das direkt machen. Das ist ja interessant. Ha. Ich hätte gar nicht die ganzen Sachen ausprobieren müssen bei ihm. Kann das sein? Bla 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 bla. Und dann fangen wir direkt mit dem anderen an. Dem da. Das klappt nicht. Dann ist zwar sein Schutzteil weg, aber wir sind trotzdem im Arsch. Hm. Habe ich irgendwas Wichtiges bei mir? Kaltrops habe ich bei mir, die hatte ich als Krieger nicht. Kann ich die Falle dahin werfen? Sonst wüsste ich nicht, was ich da anwenden soll. Sonst habe ich nämlich auch nichts. Ja, das versuchen wir mal. Ansonsten tüfte ich jetzt mal was alleine. Aber es wäre schon blöd, wir sind kurz vorm Ende. Eigentlich müssen wir nur noch das Ende-Intro angucken. Finalkampf. Moment. Mist, keine Zeit für gehabt, oder wie? Müssen wir nochmal testen, ob das geht? Oder ob dann direkt Ende ist? Ne, dann ist man direkt tot. Okay. Das geht nicht. Ich muss es irgendwie mit Magie machen. Aber auch nicht mit Blitz. Habe ich denn sonst irgendwas hier? Dass ich den irgendwie beenden kann, den Zauber, dass er sich dann aufregt. Ich musste wahrscheinlich den ersten blocken. Das musste ich auch bei dem anderen machen. Aber lässt mir ja gar keine Möglichkeit mehr, was zu machen, bis ich da an der Stelle wieder bin. Tja, was soll ich machen? Ich muss den machen und muss dann ganz schnell ein Schild hinkriegen noch. Aber das kriege ich nicht hin. Dann bin ich direkt kaputt. Das kriege ich nicht hin. Dann bin ich direkt kaputt. Ja, ich dürfte mal ein bisschen rum. Vielleicht muss ich da hinten irgendwie diesen Zauber, den er da macht, den irgendwie, anstatt auf ihn sich zu konzentrieren, damit er abgelenkt ist. Ich schau mal.